Podcast. Yo, was geht, meine lieben Pokes und Poke Bros? Ja, herzlich willkommen zum zweiten Pokalspiel. Gegen die Slow Bros, geleitet vom lieben Prisma. Und ja. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Und ja, Gegner gefunden, Zettel, Stift, viermal dabei, ne, Klassiker. Und, so, er hat dabei. Okay, Haterin. Er hat kein, oh no. Er hat kein. Okay, er hat Silembrum dabei. War irgendwo logisch. Mura. Oh, er hat kein Demeteros dabei. Terrakium. Porygon 2 ist klar. Das stand ja schon in den. Und Alola Knogger. So, den. Ja, dieser Celebi habe ich jetzt extra einlegt, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass er Demeteros mit. Nehmen wird, habe jetzt extra Zitorb gespielt. Das ist natürlich jetzt bitter. Ja, wie fangen wir denn an? Ich denke mal, dass ich mit Kagoron leade. Ja. Mit Kagoron. Denk mal, er fängt mit Haterina an, beziehungsweise Silembrim. Und ja, let's go! Come on! Let's go! Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Wen schmeißt er rein? Haterina, das ist. Sehr nice für mich. So, wir können hier nämlich jetzt eiskalt auf jeden Fall auf Rambos gehen. Wen will er reinschmeißen? Wir gehen einfach auf Rambos. Wir sind schneller. Sollte 60% machen. Oder sogar mehr. Bizarraum war mir bewusst. So. Was machen wir jetzt? Will er ihn noch behalten? Hat er eine Immunität? Hat er nicht. Können auf jeden Fall hier einfach auf Erdbeben gehen. Oder? Er könnte auch Vikavolt raus. Denn er doch, er hat Schwebe. Stimmt, er hat Schwebe. Wir gehen nochmal einfach auf Rambos. Magieflamme. Ist nicht so wild, weil. So. Damit ist Haterina weg. Kagoron will ich auf jeden Fall noch aufsparen für Terrakium. Wer kommt jetzt rein? Jetzt müsste Vikavolt reinkommen. Also, ach, wer ist das noch? Thunderfly. Genau. So, das Ding ist auf jeden Fall schneller. Jetzt kommen wir auf jeden Fall ein. Obwohl er könnte es lesen. Und mit einem Käfer gebrummen. Aber was macht denn Vikavolt? Offensiv gegen ein. Mamoswine.
Bugbus macht schon Damage. Das macht schon Damage. Wir drücken einfach Schutzschild. Okay. Was machen wir jetzt? Er könnte natürlich auch Specs sein, ne? Er könnte Specs sein. Er könnte Specs sein. Ich muss jetzt erst gucken, wie viele Runden noch sind. 2 Runden sind noch. Er killt mich halt, ne? Er killt mich. Was macht er? Bleibt er... ich weiß nicht. Das ist jetzt so ein... 50-50, ne? Geh ich raus, geh ich nicht raus. Ich bleib drin. Come on, ich bleib drin. Okay, er sollte mich killen. Na, jetzt ist es natürlich nicht so geil. Jetzt kann ich auch nicht sehen, ob... Jetzt kann ich es natürlich nicht sehen. Damn it. Okay, erst Specs. Erst Specs. Irgendwas mit Choice. So, was ist denn noch? Wir haben jetzt keinen... Close Combat macht natürlich richtig Damage, ne? Close Combat macht natürlich richtig Damage. Aber das sollten wir mit Celebi tanken. Kann ich natürlich auch die Rocks setzen, ne? So, was will er hier jetzt machen? Er ist auf Minus und da ist auch Minus. Gegen Celebi. Nasty Plot. Wir sind nicht schneller. Wenn er Megahorn hat, dann hat er Megahorn. Wenn nicht... Natürlich auch Waldband spielen, ne? Ihr könnt natürlich auch Waldband spielen. Giga Drain killt noch nicht. Wir riskieren, gehen auf Nasty Cloud, come on. Oh, das ist gut. Er hat auch irgendwas mit Choice. Er hat irgendwas mit Choice. Porygon 2. Trick Room Setter. Das Ding kann mir nix. Nur plus 4. Teleport, okay.
Kulldose. Megahorn könnten missen. Wir gehen auf jeden Fall auf Giga Drain, oder? Ja, come on. Ja, so fängt mir nicht. Mann, ey, das kann doch nicht sein, ey. Auch noch ein Crit. Ja, ich glaube, aber auch ohne Crit hätte das gereicht. Warte. Ja, locker. So, was macht er jetzt? Er geht auf... Gehen hier einfach auf Nahkampf. Ja, wir gehen hier auf Nahkampf. Er geht raus. Polgon 2 kommt rein. Das ist actually fine. Ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Könnte jetzt in der Lola Knogge raus, ne? Könnte er. Wir bleiben einfach drin. Ja, er geht raus in der Lola Knogge. Ne, er geht in Bulldoze raus. Das sollte aber reichen. Ich glaube, jetzt gehe ich raus. Es sei denn, er schmeißt Porygon jetzt rein. So, jetzt gehe ich nämlich auf. Erstmal auf. Venusaur. Bisaflor. Bisabro. Wäre natürlich geil, wenn man jetzt den Dings wegnocken könnte, ne? Drücken hier Abschlag. Sehr gut, sehr gut. Lied ist weg. Das ist sehr geil. Hothead. Für wen hatte ich den noch? Genau. Das nehme wie ein Bro. Das nehme wie ein Bro. Er muss Angst haben vor dem Siedewasser, ne? Er muss hier raus. Er muss hier raus. Er bleibt drin. Okay. Okay. Er bleibt drin. Respekt. Shit, 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 shit. Er bleibt einfach drin.
Er bleibt drin. Und natürlich ist jetzt... Ja, ich hätte erst Fuegro und dann auf Pablo gehen müssen, ey. Shit. Bleibt er hier drin? Er wechselt raus, das ist gut. Er geht jetzt auf Recover, oder? Wir müssen fluchen. Wir müssen fluchen. So, Marowak. Memo Swine. Oh, wir sind immer noch ein schneller als Dings. Wir müssen noch ein Minus. So. Jetzt würde ich sagen... Porygon ist weg. Okay, wir sollten aber alles tanken. Wir sollen alles von ihm tanken. Geh noch Erdbeben. Okay, er geht auf Vikavolt. Ja, okay. Ah, Mann, hätte ich predict müssen. Ich hätte einfach auf Iron Head gehen sollen. Einfach Iron Head. Was macht denn so ein gegen ein Vikavolt? So ein Iron Head.
Was will er denn mit Dings gegen mich machen? Er kann mir nichts machen. Das Ding ist safe weg. Wir sind langsamer. Chip Damage muss sein. Energieball. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Nee. So. Fuego. Knockoff killed. Oder? Knockoff 88. Sind da 70%? Ja. Knockoff. Come on. Knockoff killed. Plateauschuhe, okay. Ist jetzt aber auch egal. Stone Edge kann mich killen. Geh nochmal auf den Knockoff. Schwächenschutz. Bizarraum. Okay, das ist gut, das ist gut. Also er hat jetzt Non-Item. Knockoff sollte jetzt killen. Knockoff sollte killen. Er trifft die Steinkante. Er trifft sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob. Oh nein. Oh, come on. Ah ja, ist ja ein Trick rum. Wieso kann der auch Trick, Alter? Das ist doch jetzt scheiße, ey. Jetzt verliere ich auch noch. Ja, GG. GG. Ist ja plus 1. Oh, jetzt kommt es auch noch auf die Roll an, ne? Jetzt kommt es auch bei Ihnen auf die Roll an. Ja! Eigentlich sollte es reichen. Es sollte reichen. Jawohl! Geil! Oh, Junge! Alter! Geiler Kampf, Mann! Alter, zum Ende noch. Wirklich, war offen, ne? Er hat... Ich will das jetzt eben kalken. So, mit der Stone Edge, wenn er auf plus 1 ist, Full Attack, hätte er 88,2 zu 104,2 gemacht. So. Dann
Warte, ich bin bold. So. Dann mit Zen Headbutt 84,4 zu 100,5. Also 6,3% Chance zum Killen. Ah, geil. Oh. Auf jeden Fall Prisma, geiler Kampf. Deine Slow Bros waren echt sehr langsam unterwegs. Aber ich habe eher mit Demeteros noch gerechnet. Ja gut, ich habe Memoswine, aber das ist auch nur Memoswine. ja, auf jeden Fall geiler Kampf. Ich hoffe, Leute, ja genau, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen, lasst ein Like da. Auf jeden Fall GG an Kevin, an Prisma. Und, alter Schwede, ey. Puh. Ich muss jetzt erstmal klarkommen. Ich beende jetzt das Video erstmal und dann, Leute, haut rein, bleibt gesund und ciao. Jetzt erstmal runterkommen, ey. Holy shit.